Hey Internet und YouTube, zurück bei Skyrim und wir folgen dem Pfeil. Falls nichts dazwischen kommt, so wie dieser schwarze Fleck hier, der mich schon wieder beunruhigt. Und hier ist auch einer. Ja, Gott. Okay, hierauf. Immer mit der Ruhe. Warum laufe ich dann? Darüber könnt ihr nachdenken und wenn ihr die Antwort wisst, dann behaltet sie für euch. Das kann doch nicht. Erst. Ihr vermehrt euch wie die Karnickel, oder? Was bist du? Mann, du bist zu nahe. Muss wissen, was hier los ist. Das sieht doch nach einem perfekt gemeißelten Düsterwindklippe. Die brauche ich doch. Für irgendeine Quest, oder? Oder wahrscheinlich verwechsle ich das wieder mit irgendeiner anderen komischen... Hey, lauter Abgeschworene! Jetzt ist aber dann mal gut hier. Warte. Auch ihr, wie die Karnickel. It's-a me, the Samurai. Und nur Frauen, wo sind aber die Männer? Meine Güte, ich glaube, ich sollte hier doch bei euch dabei sein. Das ist ja eine... Ein Mann kommen 10 abgeschworene Frauen. Hexenrabe, hey, ich hab einen Kuppel von dir. Jetzt hör auf da. Und dank, ihr seht alle gleich hässlich aus. Immerhin, niemand ist hässlicher als der andere. Das ist doch schon mal was. Man kann nicht behaupten, jemand wäre hässlicher. Daneben! Das war Absicht. Was ist da? Hör auf hier zum Brutzeln. Echt, das kotzt mich an, diese. Das zieht mir nämlich Energie ab. Hör auf! Oh, finish her! Fly away! Na, Sappalotto! Auch schon da? Supi! So. Knoblauch. What? Das ist ja ekelhaft, oder? Gold? Ebenerz Streitaxt, na das hier an. Braucht kein Mensch. Habe ich doch. Oder nicht? Eisenschwert der Furcht. König! Yes, zweihändig verbessert. Jawohlingen! 91! Ich bin mir aber ziemlich düster, wahrscheinlich unter Verschiedenes. Hätte er ja angezeigt. Verdammt! Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ein Speer. Nur Idioten hier. Nichts Neues. Vorsicht. Was ist denn da? Komm her! Gott, ist mir Wurst. Mach keinen Quatsch, Speer. Was? Wenn du länger leben willst. Oh yeah. Fight! Round one. Fight.
War ja so klar. Naha, Cleave. Boom. Was hab ich? Komm schon! Das... Naja, Wurst. Komm her! Komm, Platz! Sitz! Platz! Wo ist schon wieder meine Frau? Zeig mal, welchen Bogen du benutzt. Brav! Er wird nicht gebissen. Was? Böser Drache. Böser Drache. Komm her, hau auf damit. Hahaha. Yes. Yes. Wo ist sie? Tot? Du lebst. Love you. Gott. Jedes Mal. Gib's mir. Money, money, money. Oh Mann, was habe ich hier hinten nicht? Okay, lasst mich in Ruhe. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Was zum Henker? Wo bin ich denn? Noch am Arsch der Welt. Dann kann ich doch glatt hier runter einen Besuch abstatten. Entdeckung in 3, 2, 1. Never. War das Drachengrab bei? No, no. Was haben wir hier? Rodikstadt, ihr Supi. Hallo? Mein Vater im Ralki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat, aber dieses Leben hat er hinter sich gelassen. Gut. Danke für die Auskunft. Wenn ihr daran denkt, euch als Bauer niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Darüber kann ich doch nur lachen. Du? Ich habe genug Probleme, also macht mir keine neuen. Kann ich für immer von deinen Problemen erlösen? So sieht's nämlich aus. Idiot. Kuhweidenhof. Gibt's hier eine Schenke? Jawohl. Zur Frostfrucht. Brrr. Zu viele R. Ein Architekt für alle. Was? Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Sollte ich das? Wer ist? Wen habt ihr da? Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ich denke nicht. Du bist eindeutig die schönste Frau hier. Ich nehme nur Bargeld. Keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Absolut, da sind wir uns einig. Ich nehme auch nur Bares, nur Bares. Vielleicht, weil du die einzige Frau bist. Egal. Rodorix anwesend. Hey, wie geht's? Ich werde es niemandem sagen. Ich habe euch gesagt, dass ihr den Garten bis Sonnenuntergang jäten sollt und ihr habt es nicht gemacht. Jetzt habt ihr ein großes Problem. Papa hat gesagt, dass ihr das tun sollt, nicht ich. Jetzt lasst mich in Ruhe. Wie gerne wäre ich ein Abenteurer wie ihr. Dann könnte ich dorthin gehen, wo es mir gefällt. Sie hat keine Ahnung. Kinder.
wie viele ich schon morden musste. Hi, wie geht's? Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Okay. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich kann aber für nichts garantieren. Wer war denn jetzt Shuanji, Buanji, Mushanjo? Mein Vater im Halki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat, aber... Wer ist denn der Knilch? Ich hatte einen Traum, dass es einen guten Drachen gab. Rorik. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Juan, okay, Juan. Hat der Krieg von eurer Siedlung und Bewohnern seinen Tribut gefordert? Bla 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 bla. So ist es. Seht euch nur um. Mir gehören die meisten der Ländereien, die ihr hier seht. Den größten Teil davon habe ich erworben, als meine Kameraden dem Kaiserreich im Süden im Kampf gegen den Altmeribund halfen. Ah. Damals wollte hier absolut nichts wachsen, das Land war wertlos. Heute blühen unsere Höfe, dank harter Arbeit und dem Segen der Götter. Okay, okay. Bis jetzt noch nicht, es ist aber durchaus möglich. Okay, okay. Die meisten für den Kampf geeigneten Männer des Fürstentums wurden in die Armee eingezogen. Also gibt es weniger Schwerter, die die Straßen vor Banditen und wilden Tieren schützen können. Und mit zunehmender Kriegsdauer und schwindenden Vorräten werden unsere üppigen Felder und Lebensmittellager natürlich zu verlockenden Zielen für verzweifelte Männer. Verstehe, verstehe. Wir können nur auf ein schnelles Ende dieses Konflikts hoffen. Je länger dieser Krieg sich hinzieht, desto schlimmer wird es für uns. Ich bin dabei, mein Freund, ich bin dabei. Ja, das habe ich. Ich habe eine Einheit aus mehreren Dutzend Männern befehligt. Hauptsächlich Rekruten aus den Dörfern. Und alle tot, oder? Ich hätte in diesem Krieg fast mein Leben ausgehaucht. Ein Altmeri-Soldat hat mich mit seinem Schwert durchbohrt und mich zum Sterben liegen lassen. Ein Heiler namens Juan hat mir das Leben gerettet. Seit diesem Tag ist er mein engster Freund. Glaubt mir, dieser Mann vollbringt wahre Wunder. Also gut. Mhm. Du hast doch nichts dagegen, oder? Willst du kämpfen? Was? Chicken of Death? Vielleicht werden dann die Einwohner wütend. Wir wollen es nicht riskieren. Juan. Don Juan, wo bist du? Komm schon. Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder, die taugen zu gar nicht. Mein Vater im Halki führt die Taverne. Ich habe irgendwas gestohlen. Dieses Leben hat er Jesus, oder? Sorry. Habe ich was gestohlen? Keine Ahnung. Ja, ich laufe hier jetzt nicht herum und, ne? Sonst muss ich hier aufbrechen. Oh. Oder nicht? Hallo, ich bin nur ein einsamer Wanderer, der einfach in Wohnungen anderer reinplatzt. Ich werde es niemandem sagen, wenn ihr meine Schwester Sissel vermöbelt. Sag mal, hast du sie nicht alle? Seid ihr hier neu? Ihr solltet ins Gasthaus gehen, wenn ihr eine Bleibe sucht. Ich sehe doch hier schon im Bett. Sissel meint, dass sie was Besseres ist. Ach komm. Sie leben besser als ich. Na gut, wenn das so ist, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann mache ich mich weiter auf die Socken. Okay, in den Kuhweidenhof noch rein. Das muss noch sein. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Also gut. Ich sehe ein Doppelbett, aber ich sehe keinen Mann. Wenn Freunde von euch Geschäfte in Weißdorf machen, dürften sie mich kennen. Shit. Habt ihr diese Wachen gesehen? Habt ihr Wenn schon ihr euch geredet? Nicht an die Regeln haltet, müsst ihr euch mit ihnen auseinandersetzen. Sorry. Ihr seid aus der Stadt gekommen? Ja. Ab und zu besuche ich Weißlauf. Hauptsächlich, um Geschäfte zu machen. Gut, gut. Ich kann ja noch immer zurück. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.